Zuschauer, ich bin die Gabi Justus und ich freue mich, dass ihr bei unserer ersten Folge von Let's Move dabei seid. Ich würde mir sehr wünschen, ihr schaut nicht nur zu, sondern ihr macht auch mit, denn das ist unser Motto. Verschafft euch viel Platz vor eurem Fernseher und es geht gleich los. Position. Hoch, Bauch ist fest. 6, 7, ein bisschen schneller und Schultern sind tief. 5, 6, 7, nach links und mit ganz viel Schwung. 5, 6, 7, die Schulter geht mit. Dieses Warm-up seht ihr jetzt ungefähr 5-mal. 6, 7, Bizeps und 5, 6, 7 und Ellbogen. 8 auf unsere Füße und Spitze und Ferse, Spitze. 5, 6, eine Drehung nach links. 5, der linke Arm geht mit, Achtung Pfeil und Bogen und mit viel Spannung. 5, 6, 7 und Achilles und gleichzeitig Bizeps. 5, 6 und 8, tief und hoch, Schultern bleiben unten, Bauch bleibt fest, ausschwingen, Füße gehen wieder mit. 6, 7 in die Mitte und 5, 6, leichter Wechsel nach rechts und Füße. 5, 6, Pfeil und Bogen, öffnen und schließen, öffnen. Wadendehnung, Achtung. Und ganz viel Spannung in den Armmuskeln. 7 und 8 und tief, hoch, tief. Atmen. 7, ausschwingen und auf der Stelle. Die Arme gehen mit. Nochmal. Die Beine können wir schon ganz schön hochnehmen jetzt. Noch einmal. Ellbogen. Immer an den Rhythmus denken. Achtung. Nochmal. Letztes Mal. Achtung. Jetzt kommt ein neuer Schritt. Ihr kennt ihn schon aus dem Warm-up. Und in. Und in. Und ein bisschen tiefer gehen. Achtung. Mit ganz viel Energie heute. Nochmal. 5, 6 und Schultern gehen mit. 5, 6, 7 und 8 und halten und tief. 5, 6, 7 und hochrollen. 1, 2, 3 und 4, 5, 6. Wechsel rechte Seite und und 5, 6 und 8. Hochrollen. Jetzt beginnt dann unser Hauptteil, der ungefähr 6,5 Minuten dauert. Ihr müsst euch ein bisschen konzentrieren, denn ich zeige euch eine leichte Schrittkombination. Aufgepasst! Auf der Stelle marschieren, Knie gehen hoch. Aber ich denke, bevor wir so richtig anfangen jetzt, stelle ich euch mal mein Team vor. Da kommt sie schon, die Erste, Katrin. Nummer 2, Caroline. Und die Melanie. Und das ist der Andreas. Clarky Boy aus Kanada. Und die Uli. Und die Gina. Auf der Stelle marschieren. Jetzt wird's ernst, Leute.
gut hinschauen. Knie hoch. Rhythmus. Nochmal. Ganz einfach. Wir wärmen uns noch ein bisschen auf. Und Knie hoch. Ellbogen gehen mit. Je höher wir die Knie bringen, umso schneller arbeitet das Herz gleich. 5. Wir laufen ein bisschen nach vorne. Achtung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf der Stelle marschieren. Und zurück. 7, 8. Auf der Stelle. Wir gehen nach rechts. Und 1, 2, 3, 4. Auf der Stelle. 5, 6, 7, 8. Das gleiche mit der anderen Seite. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Und zurück. Auf der Stelle. Achtung, ein neuer Schritt. Und rechts. Die Hände sind ganz locker in der Hüfte. Wir bewegen nur das rechte Bein. Unser Standbein bleibt auf der Position. Noch einmal mehr ohne Arme. Und rechts, rechts. Ihr könnt die Hüfte mitnehmen, Hüftkick. Nochmal. Ich denke, jetzt können wir den rechten Arm dazu nehmen. Achtung und ausatmen. Nochmal und sehr schön macht ihr das da hinten. 5, 6, 7, letztes Mal und ausatmen. Das ist unsere leichteste Schrittkombination. Ihr werdet sehen, von Folge zu Folge wird es ein bisschen schwieriger. Wechsel links ohne Arme und Schultern sind tief. Nochmal. 5, 6. Noch einmal. Und links, Mitte, links. Ausatmen. Nochmal. 5, 6. Wir nehmen den Arm mit. Und jawohl, sehr schön. Schultern sind unten. Ellbogen ist in einer Höhe mit der Schulter. Zweimal mehr. Und letztes Mal. Und hinter mir ist die Riesenstimmung. 5, 6, Achtung. Marschieren. Und ein bisschen ausruhen. Das war ja schon relativ anstrengend für manche. Ein neuer Schritt, Hände in die Hüfte, rechtes Knie und ganz einfach nur ein Bein hochheben. Die Anfänger können weiter hier unten arbeiten. So ungefähr. Die Fortgeschrittenen heben das Knie hoch. Nochmal und 5, 6, Wechsel linke Seite und das ist ja wirklich zu einfach. Ne? Da kann man ja nun gar nichts falsch machen. Nochmal. Und. Doch. Wer macht einen Fehler? Nochmal. Der nächste Schritt ist dann schon ein bisschen komplizierter. Aber vorher marschieren wir auf der Stelle. Achtung. Und. Gibt es nämlich eine Drehung. Aber ganz leicht. Keine Panik. Auf der Stelle marschieren. Rhythmus. 5, 6. Rechte Drehung, rechtes Knie. 1 und 2, 3, 4. Sehr schön, schaut ihr aus von hinten. Achtung, Wechsel und links. Genau. 6, 7 und 8 und rechts. 7 und links und 5, 6, 7 marschieren und wir versuchen gleich alles zusammen in eine Kombination zu stecken, alle vier Schritte. Ihr könnt euch erinnern, erster Schritt, marschieren, nach vorne laufen. 5, 6, 7, 8 und 5, 6, rück und 5,
5, 6, rechtes Bein. Und wechsel. Rechtes Knie. Und 1, 2, Drehung rechts. 7 und 8. Und linkes Knie. Drehung links. 5, 6, von vorne marschieren. Und 5, 6, 7, rück. Rechtes Bein. Wechsel. Rechtes Knie. Und 1, 2, 3 und Drehung rechts. 5, 6, 7 und 8. Und linkes Knie. Andere Seite. Gut. Wieder unser Marschieren. Die Knie so weit wie es geht nach oben. Die Arme gehen mit. Jetzt kommt unser Spaßteil, der uns am allermeisten Spaß macht. 7 mit Energie. Nochmal. Nochmal. Achtet jetzt auf unsere Beine. 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Nehmt vielleicht die Hände in die Hüfte, dann fällt es am Anfang leichter. Ihr werdet nicht abgelenkt durch die Arme. Nochmal. Hoch und strecke. Hoch und strecke. Seid ihr soweit für die Arme? Hoch, Achtung, achtet auf die Arme. Hoch, tief, hoch, down. Nochmal. Und strecke. Hoch. Und. Gleich nochmal. Und. Hoch. Und strecken. Hoch. Strecken. Ruhig atmen, regelmäßig atmen. Wir kommen jetzt auf 4 nach vorne. Achtung. Und 1, 2, 3, hoch, 5, 6, 7, strecken. Gut. Nochmal. Ausatmen. Nochmal. Die Fortgeschrittenen unter euch können so ein bisschen die Hüfte mitnehmen. Ein bisschen funky. Nochmal. Upp. Ein neuer Schritt, aufgepasst. Wir gehen nach rechts. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, hoch. Nochmal. Schaut vielleicht erst einmal zu, bevor ihr es dann mitmacht. Okay, euer Einsatz, mitmachen. Nochmal. Knie strecken, Beugen strecken, turn. Ja. Nochmal. Und die Drehung könnt ihr so richtig mit Schwung machen. Upp. Upp. Und. Nochmal. Das letzte Mal ohne Arme. Konzentriert euch, aufgepasst. 6, 7, 8. Und. Drehung. Und. Drehung. Oh, das ist gut. Nochmal. Zweimal mehr. Und. Und. Wollen wir es von Anfang an probieren? Achtung. Und. Upp. Strecken. Hup. Achtung, nach rechts. Oh oh. Drehung und. Nochmal drehen. Ich zeige euch jetzt einen neuen Schritt, den letzten für heute. Achtung. Und ohne die Arme. Ohne die Arme. Und zurück. Beugen, beugen, beugen. Noch einmal. Strecken, strecken. Und beugen. Nochmal strecken. Und beugen. Achtung, Arme kommen dazu. Und. Ihr merkt, wie das Herz jetzt schon schneller schlägt. Nochmal. Und. Schultern bleiben unten, Arme sind ganz gerade. Zweimal mehr.
Einatmen und ausatmen. On. Letztes Mal. Dann machen wir alles von vorne. Und beugen. Achtung, aufgepasst. Und. Und. Nach rechts. Schön. Drehung. Und. Letztes Mal, bis unser neuer Schritt kommt. Achtung. Und Arme. 2, 3. Beugen und Bizeps. Versuch die Knie auszudrehen. Nochmal. Und. Bizeps. Knie. Knie. Von vorne. Und. Rechts. Und. Na, strengt ihr euch ein bisschen an? Letztes Mal. Neuer Schritt. Und. Ganz gut. Und. Und. Beugen. 5. Auf der Stelle marschieren. Auf der Position. Immer mit dem rechten Bein anfangen. Achtung. Drehen und. Knie noch hochnehmen. Noch ein bisschen steigern vor der Pulsmessung. Und. Ausatmen. Und. Letztes Mal nach vorne. Der Schweiß läuft. Und Energie, letzte Energie, Endspurt. Ausatmen, Knie hoch, Ellbogen gehen mit. Noch einmal, atmen, atmen. Letztes Mal, exhale, ausatmen. 5, 6. Durch die Belastung schlägt das Herz schneller und nur so kann es trainiert werden. Ihr kennt unsere Formel. 200 Maximalpuls minus Alter. Zählen jetzt. Stopp. Mit 10 Mal nehmen und wir machen weiter mit unserem Entspannungsteil. Und tief einatmen. Und ausatmen. Nochmal tief in den Bauch einatmen, Schultern tief. Und ausatmen. Nur den rechten Arm. Nehmt euch Zeit, linken Arm und ausatmen. Mit beiden Armen. Und letztes Mal tief einatmen und ausatmen. Wir gehen in die Dehnposition, Achillessehne ist gedehnt. Streckt eure Arme ganz lang, Schultern sind tief. Und biegt die Wirbelsäule durch, haltet die Dehnung. Und in die entgegengesetzte Dehnung, Wirbelsäule ist ganz rund. Linkes Bein gebeugt, rechtes Bein gestreckt. Halten. Und strecken. Wechsel zur anderen Seite nach links. Achillessehne ist gedehnt. Wirbelsäule lang und gerade gestreckt. Streckt euch, so lange ihr könnt. Bis in die Fingerspitzen. Und entgegengesetzt, runde Wirbelsäule. Halten, das tut dem Rücken ganz gut. Zurück in die Mitte kommen. Der rechte Arm ist gestreckt. Halten. Heute müsst ihr ganz besonders gut aufpassen. Es gibt wieder eine neue Schrittkombination. Übrigens noch ein kleiner Tipp zu der Kleidung. Die Kleidung sollte nicht nur attraktiv sein, sondern natürlich auch zweckmäßig. Dazu gehört auch der richtige Schuh, der dem Fuß den nötigen Halt gibt. Also viel Spaß! Auf der Stelle. Rechts anfangen. 6, 7 und 8. Nochmal. Ein bisschen einlaufen. Ellbogen gehen mit. 6. Das können wir ja inzwischen alle, oder? Jawohl.
immer mit der Musik arbeiten, immer im Rhythmus zur Musik arbeiten. Letztes Mal. Achtet jetzt auf unsere Arme. 5 und 6. 7. Achtung und zurück. Beide Arme sind ganz gestreckt. Die Füße marschieren einfach weiter. Nochmal. Und 5. Achtung, Armwechsel nach links. Und die Füße marschieren weiter. Ganz genau, sehr gut. 6. Oh oh, wer war das? Jetzt verändern wir die Beine. Achtung, aufgepasst. Die Arme sind in der Hüfte. Rechts und links. Rechts und links. Nochmal. Ja, wir sind bei der 4. Folge. Ihr müsst aufpassen. Atmen, atmen, atmen. 5. Achtung, zur Seite und rechts und links. Ganz genau. Ausatmen. Das macht Spaß. Wollen wir es versuchen? Koordinieren Arme und Beine. Was meint ihr? 7 und 8 und rechts. Gut. Nochmal. Seite. Lass die Schultern unbedingt unten dabei. Noch einmal von vorne und ausatmen und wir machen alles auf 4, Achtung und 1 und 2, 3, Wechselseite und nochmal und Seite. Okay, wir marschieren auf der Stelle. Es kommen neue Arme. Schaut genau hin. Einmal mehr auf 8 marschieren. Strecken langsam die Arme aus. 5, 6, Bizeps, Achtung und. Schultern und Ellbogen sind in einer Höhe. Die nächste Armbewegung nennen wir Butterfly. Und. Noch einmal mehr. Und pressen, öffnen. Ausatmen. 5, 6, alles auf 8. Achtung und. Gut. 5, 6, Butterfly. Viele kennen das aus den Fitnessstudios, diesen Begriff Butterfly. 5, 6, noch einmal auf 8 und 2, 3, 4 mehr, 5, 6, 7 und gut, Hände in die Hüfte, achtet auf die Beine, 7 und 8 und rechtes Knie, linkes Knie, ganz genau, 5, 6, achtet auf die Beine, wir machen weiter, ups, 5, und 6, Beinwechsel, Achtung, aufgepasst. Und rück, rück, ganz genau. 5, 6, 7, 8, nochmal. Kick, 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 ganz weich in den Knien. 6, 7 und 8, auf 8. 2, 3, 4 mehr. 5, 6, 7 und 8, zurück. Ausatmen, liege, liege. 5, 6, nochmal ohne Arme. 5, 6, 7. Konzentration, gleich nehmen wir die Arme mit. 5 und 6 und 7 und 8. Und 2, 3, 4 mehr. 5, 6, 7. Butterfly. Wir versuchen alles mal nach vorne zu gehen. 6, 7 und 8 und 1 und 2, 3, 4 mehr, 5, 6, 7 und rück. Meinst du, wir wollen es probieren von vorne? 5, 6, 7 und 8 und 2, 3, 4 mehr, 5, 6, 7 nach links und genau. Aufgepasst, rechtes Knie. 8 und gut. 4 mehr. 5, 6, 7 und zurück. Und
Ausatmen. 5, 6, 7, nochmal mehr. 1 und 2, 3, 4. Linke Seite zuerst. Ausatmen. Rechtes Knie. Und 2, 5, 6 und 8. Und Butterfly. Alles auf 4. In Ordnung. 5, 6, 7 und 8. Und 2 und 3 und 4. Links. Rechtes Knie. Und rück. Letztes Mal auf 4. Und. Woo! 5, 6 auf der Stelle marschieren. Und. Sehr gut. Dreh und rechts. Und. Wir wollen mal ganz schnell den Puls bei einem Profi fühlen, bei Clark. Achtung, zählen jetzt. Stopp. Wow, 120. Ganz gut. Okay, in die Position. Tief einatmen. Und ausatmen. Im Rhythmus zur Musik. Und ausatmen. Wir haben uns was Neues ausgedacht. Und einatmen. Schub, schub, schub. Schub, schub, schub. Nochmal. Mit beiden Armen. Noch einmal. Ganz locker werden. In der Schulter, in den Armen. Und stehen bleiben. Tief einatmen. Und ausatmen in die erste Dehnposition. Rechtes Bein ist ganz lang gedehnt, der Rücken ist flach. In der Fachsprache heißt es Flatback. Bauch ist fest. Das tut gut, die Dehnung. 5, 6, 7. Drehung nach links. Und bleiben in dieser Position. Richtet euch auf. Haltet die Balance. Atmet wieder ganz ruhig. Und 8. Ganz langsam auf die andere Seite gehen. Halten die Dehnung. Flatback, Bauch ist fest. Wer will, kann die Augen schließen. Und dann was ganz, ganz Schönes denken. Und Drehung nach rechts. Aufrichten. Move to the magic.
euch schon ganz, ganz sehnsüchtig auf uns. Wir fangen auch gleich an mit unserem Warm-up. In die Position. Der Bauch ist immer fest. 6, 7, ein bisschen schneller. Schulterntiefe immer. 5, 6, 7, 8. Und links und rechts. 5, 6. Die Schultern gehen mit zuerst rechts, dann links. 5, 6. Jetzt kommt der Bizeps. Gut. 5, 6, 7. Ellbogen. Und ganz viel Energie. 6, 7. Die Füße und Spitze. Ferse. 5, 6, 7. Nach links drehen. Arm ist gestreckt. Pfeil und Bogen. 6, 7 und 8. Wadendehnung mit Bizeps. 8 und tief und hoch. Tief und hoch. Nochmal. 6, 7. Ausschwingen. Nach vorne. Füße gehen wieder mit. 5, 6. Nach vorne abdrehen und links. Energie. 5, 6, 7 und 8. Und wechsel. Flex die Hand. 5, 6. Was kommt jetzt? Pfeil und Bogen. Öffnen und schließen. 7 und 8. Und Bäuchlein fest. 5, 6, 7 und 8. Und tief und hoch. Und hoch. 5, 6, 7. Ausschwingen. Noch ein bisschen. Gleich gehen wir über in den Laufteil. Achtung. 5, 6, 7 und 8. Und ganz locker laufen. Nochmal. 5, 6, 7. Nach vorne. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und marschieren. Und 5, 6, 7 und 8. Und zurücklaufen. 3 und 4 mehr. 6, 7 und marschieren. Und gut. 5. Nach rechts laufen. Und 5, 6. Und marschieren. Wer nicht so viel Platz zu Hause hat, der kann das alles auf der Stelle machen. 6, 7 in die Mitte. Und 5, 6. Marschieren. Und aber wir haben so eine schöne große Bühne und wir nutzen das natürlich voll aus. Nach links. Und Füße hoch. 6, 7. Marschieren. Und gut. 6. Letztes Mal zurück. Und jetzt müssen wir aber schon ganz schön warm sein. 7 und 8 marschieren. Wir laufen vor, nehmen die Arme gleich mit. Achtung. Und 2, 3 und shuffle. Das ist unser zweiter Schritt. Und shuffle. Nochmal. Und push. Nochmal. Ganz einfach. Push, push. Nochmal. Und on. Woo. Push. Noch einmal. Letztes Mal. Auf der Stelle marschieren. Ihr könnt noch joggen, die Fortgeschrittenen unter euch. Könnt auch auf der Stelle joggen, egal.
Unser nächster Schritt. 5, 6, der Twist. Ohne Arme. Und. Ganz genau. Rechts, links. 5, 6. Nehmt die Arme mit. Und. Energie. Nochmal. Und. Ganz genau. Sehr gut. Noch zweimal mehr. Energie. Nochmal. Habt ihr den Schritt? Auf der Stelle joggen. Und. Den letzten Schritt zeige ich euch gleich ohne Arme. Achtet auf die Füße. 6, 7 und 8. Und. Wichtig dabei, Atmung. Ausatmen. Eine kleine Variation. Achtung. Ab, kurz, ab. Ab, kurz. Nochmal. Und. Jetzt nehmen wir die Arme mit. Achtung. Nochmal. Von vorne. Achtung. Und. Shuffle. Twist. Achtung, letzter Schritt. Noch einmal und Shuffle. Twist. Letztes Mal. Twist. Auf der Stelle joggen. Komm, jetzt zweimal nach vorne. Achtung. Wir warten auf den Einsatz von der Musik. Und 5, 6, 5, 6, 7, 8. Shuffle. Twist. Oh, oh. Noch einmal. Und. Shuffle. Twist. Ganz schnell. Pulsmessung. Achtung, zählen. Jetzt. Stopp. Wieder das Ergebnis mit 10 Mal nehmen und wir haben unseren Pulsschlag. In die Position. Tief einatmen. Und ausatmen. Das war anstrengend. Aber ich glaube, es sah sehr schön aus. Ausatmen. Und ein bisschen mehr Energie. Und ausatmen. Nehmt die Hüfte mit. Nochmal. Halten, Schultern tief. Und ausatmen. Rechten Arm. Und. Halten. Und ausatmen. Linken Arm. Und. Zum Abschluss noch ein ganz persönlicher Tipp von mir. Es betrifft Essen und Trinken. Circa 2 Stunden vor dem Training keine Nahrung mehr zu euch nehmen, aber ganz besonders viel, viel trinken, am besten stilles Wasser. Wir gehen in unsere Entspannungsposition. Einatmen nach links. Mit dem Oberkörper nach links gehen, möglichst flach lassen und halten. Rechtes Bein beugen. Schön. Oh, ihr spürt die Dehnung.
und hochkommen. Wechsel zur anderen Seite. Lang ziehen den Oberkörper und abdrehen nach rechts. Halten die Position. Ich spüre die Dehnung ganz, ganz deutlich. Beugen. Heute zeigen wir euch ein paar Jazz-Schritte. Dadurch wird das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter, aber es macht dafür umso mehr Spaß. Einfach mitmachen und probieren. Auf geht's! Haha, es kommt Einsatz von Andreas! Gut! Nochmal! Und die Knie gehen mit. Noch einmal. Jetzt kommen wir so richtig in Stimmung. Achtung, ich zeige euch den ersten Schritt. Und. Oh oh. Und Seite cross, step. Side cross, step. Genau, aufpassen, ist ganz einfach. Ein paar Mal einfach mitmachen. Ohne die Arme und side cross. Seite überkreuzen, Schritt. Nochmal. Ja, ja. Sechs. Die Arme gehen mit. Und. Hopp. Nochmal. Seite. Und. Mit ganz viel Spannung in den Armen. Und nochmal. Und. Langsam schlägt das Herz schneller. Wie sieht es bei dir aus, Andreas? 120. Oh. Achtung. Ein neuer Schritt. Aufgepasst. Hopp, hopp, hopp. Und. Hopp, hopp, hopp. Bunny Hop nennt sich das. Bunny kennen wir. Und Hopp kennen wir auch. Und. Nochmal. Ein bisschen lächeln. Macht alles doppelt so viel Spaß. Nochmal. Oh. Und. Mein Puls ist auf 150 bestimmt. Achtung, ein neuer Schritt. Und. Die Arme. Der Schritt ist derselbe. Nur die Arme kommen dazu. Und. Atmen. So, jetzt kommt der neue Schritt. Achtung und side cross. Hopp, hopp, hopp. Step, step. Und marschieren auf der Stelle. Das war schon sehr gut. Aufgepasst. 6, 7 und 8. Und. Und. Und step, 10. Woo. Und. 7 und 8 und hopp, 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 hopp. Marschieren. Hier ist eine Stimmung hinter mir. Achtung und hopp, hopp, hopp. Das letzte Mal langsam. Da vorne geht gleich die Post ab. Machen wir es ein bisschen schneller. 5, 6, 7, 8 und oh, 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 au, 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 und super. Und. Hopp, hopp. Nochmal. Der Schweiß läuft. Das müssen wir noch ein paar Mal machen. Seid ihr soweit für den nächsten Schritt? Aufgepasst! Und. Hup, hup. Kick for change. Ah, ah, ah. Und. Genau. Ups. Kick for change. Ah, ah, ah. Nochmal. Ah, ah, ah.
Change. Kick for change. Genau. Manche von euch haben die Knoten in den Beinen jetzt. Zweimal mehr. Letztes Mal. Achtung, neuer Schritt. Und der letzte für heute. Genau. Kick for change. Die letzten Reserven. Kick for change. Unser Nachbar. Kick for change. Letztes Mal. Ups. Und marschieren aufgestellt. Wir bereiten uns auf den Puls vor. Ich glaube, mein Puls ist mindestens bei 180. Ne? Bei dir? Ja. Marschieren und drehen. Knie hoch. Arme gehen mit. Und drehen. Und. Atmen, atmen, atmen. Halte den Puls hoch. Drehen. Und. 5, 6. Letztes Mal drehen. Ich bin gespannt, was ich jetzt habe. Achtung, Konzentration zählen jetzt. 140. Wow, wir machen weiter. Entspannung. Einatmen. Ausatmen. Nochmal. Einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Tief in die Nase einatmen. Und laut aus dem Mund ausatmen. Rechter Arm. Und. Nochmal beide Arme. Ausatmen. In der Position bleiben. Plié. Bauch ist fest, Schultern sind tief. 5, 6, 7, 8 nochmal. Langsam werden wir ruhiger. 6, 7 und bleiben in der Position. Aus der Taille heraus nach links. Ganz ruhig werden, der Arm geht mit. Der Arm geht zurück in die Position. Dann der Körper. Andere Seite und der Arm, das zieht und zurück. Jetzt nur die Hüfte nach rechts, die Arme gehen nach rechts, rechter Arm ist lang und gestreckt. Und mit dem Gewicht ein bisschen weiter nach links und dasselbe mit dem anderen Bein. Zuerst die Hüfte nach links. Jetzt folgen die Arme und Gewicht nach rechts. Sieht nicht nur schön aus, sondern dehnt auch. Auf der Stelle marschieren, Knie hoch. Arme gehen mit. Atmen, atmen. Wir fangen gleich an zu joggen. Habt ihr Spaß da hinten? Seid ihr gut drauf? Gut. Achtung, die Arme und. 4 mehr. Arme seitlich, Achtung. Gut, Uli. 5, 6. Arme tief und. Rhythmus und. Noch einmal auf 8 und 5, 6 seitlich. Das sieht so einfach aus, aber es strengt ganz schön an und tief. Seite. Alles auf 4, die Armkombination. Achtung und
Seite. Und Arme tief. Noch einmal. Und. Seite. Seid ihr soweit für unseren zweiten Schritt? Hände in die Hüfte. Achtung und. Nehmt euch Zeit, schaut erstmal zu. Nochmal und. Noch einmal. Achtung, die Arme gehen mit und. Pfeil und Bogen. Ich glaube, hinter mir hat alles geklappt. Ganz gut. Schultern tief lassen. Nochmal und Energie. Nochmal. Achtung, der nächste Schritt ohne Arme. Und. Sehr gut. Nochmal. Ohne Arme. Nochmal. Wir nehmen die Arme mit. Und. Oh, das bringt Spaß. Letztes Mal und. Energie. Achtung. Der letzte Schritt und. Und drei und wechsel. Nochmal und. Hoch das Bein. Ja, ja. Jetzt kommt die Koordination und. Noch einmal. Arme und. Gar nicht so einfach, ne? Aber Folge 13. Darf schon etwas fortgeschritten sein. Und joggen. Ganz schnell den Puls suchen und zählen. Achtung. Jetzt. Wir machen gleich weiter mit unserem Abkühlteil in die Position. Einatmen und ausatmen. Heute mal eine ganz andere Entspannung. Und ausatmen. Nochmal. Und die Beine strecken und ausatmen. Lasst die Hände unten. Ihr schütteln aus. Gut. Fünf. 6, 7 und 8. Nochmal. Schultern tief und ausatmen. Hände schütteln und ganz locker. 5, 6, 7. Letztes Mal und ausatmen. Für unseren Entspannungsteil habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Eine sogenannte Partnerübung. Wer keinen Partner zu Hause hat, der kann natürlich das Bein noch auf eine Tischplatte oder eine Stuhllehne legen. Vor allen Dingen achtet darauf, Anfänger ganz behutsam lehnen, nie mit Gewalt, sondern ganz vorsichtig halten die Dehnung und wechseln mit dem anderen Bein. Der Andreas macht es so elegant, so schön, streckt das Knie durch. Und bleibt in der Position. Tief ein- und ausatmen. Halten. Halten. Und bleiben.
bleiben. Das Knie ist durchgedrückt. Atmen. Ganz entspannt sein. Der Oberkörper geht leicht nach vorne. Ihr seht, wie wichtig es ist, anschließend nach einem anstrengenden Training die richtige Dehnung zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren zu Hause und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss!